So, hallo Leute und willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online 1. Los mit Knochen Bowser, ja, ein ganz seltener Anblick, weil den Charakter mag ich eigentlich nicht so, beziehungsweise mit dem kann ich irgendwie nicht so gut fahren. Ganz cool ist er ja eigentlich schon. Und ja, auf Pilzschlucht, meine Strecke, yay, aber die haben auch zwei, drei andere gewählt. Insgesamt Props an die Gruppe hier, die wählt nur coole Strecken. Da war die Keishikane war noch dabei und GBA Bowser's Festung 3. Also nur cooles Zeugs und ja, finde ich gut. Ich gehe einfach mal links, okay. Wobei es ist 100, da lohnt sich eigentlich nicht auf einen Pilz zu geiern. Naja, okay, war eine doofe Entscheidung, aber egal. Okay, für 4 Rote hat sich vielleicht doch einigermaßen gelohnt. Auch wenn er jetzt natürlich 3er Bananen hat, ja, ist klar. Aber der vorziehen wollte, dem vereitle ich die Tour. Und insgesamt allen. Okay, es war doch eine gute Entscheidung. Nun gut, ich habe noch ein paar Fragen von Kyla, die... Damit hatte ich ja schon im CDBW-Part im letzten angefangen. Ja, das war jetzt ganz suboptimal. Aber ich glaube, ich habe den Funky auch noch mit runtergerammt, der mich runtergerammt hat auf meinem Bildschirm. Und ja, da war ich ja auch noch nicht fertig mit allen und deswegen geht's damit in diesem Part hier auch noch ein bisschen weiter. Und ja, da fangen wir einfach mal damit an, was ist denn so, was das Thema Geschichte angeht, das, was dich am meisten interessiert, hat er mich gefragt. Und ich kann vorweg sagen, das Schulfach Geschichte hat mich noch nie wirklich interessiert. Das muss ich hier einfach mal so hart sagen. Aber am ehesten war das, denke ich, ja, die Urzeit, also jetzt nicht Dinosaurierzeitmäßig, sondern ich meine, also dann heißt das wahrscheinlich auch nicht Urzeit, tut mir leid. Falls ich da jetzt ein bisschen dumm Dingens laber, aber ich meine so die Zeit von Jäger und Sammler, als ja, wie sich das Ganze eben entwickelt hat, was die Menschheit einging, bis dann irgendwann Ackerbau und bis die sesshaft wurden und so weiter. Das fand ich eigentlich so mit das Interessanteste, so neuere Sachen mit Kaiser dem und dem, der irgendwas gemacht hat. Das finde ich einfach mega langweilig. Ja. Und ansonsten. Was mich natürlich noch viel mehr interessieren würde, wäre die Zukunft, ja. Aber dazu, ja, kann man eben nicht viel sagen, weil man darüber nichts weiß. Das ist eben so die Sache. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Sachen, die mich interessiert haben, die ich jetzt gerade genannt habe, in der Schule nie wirklich angesprochen werden, weil, na okay, Zukunft ist klar, weil man darüber nichts sagen kann, aber über... Das Thema hat man irgendwie nur ein halbes Schuljahr gemacht und dann über Zweiter Weltkrieg, das macht man dreimal und mega viel drüber, also ja, meine Güte. Wahrscheinlich, weil es einfach näher an der Zeit ist und man darüber mehr weiß und dass, ja, man darüber mehr lernen sollte, okay, aber na, nicht so meins. Ja, links oder rechts? Links. Das geht schnell. Und... Dann auch noch eine Frage war, was denn so mein, also welches Schulfach ich am meisten verabscheue bzw. hasse. Wow, das war irgendwie cool. Also da, wo soll ich da anfangen? Da gibt's so viele. Ich suche jetzt einfach mal das raus, was ich wirklich am wenigsten mag. Und das wäre, ich weiß es gar nicht, zurzeit wäre es wahrscheinlich... Also Mathe mag ich gar nicht, aber Sport würde ich sagen ist zurzeit, na wobei, nee, jetzt gerade im Moment, na, es ist schwierig, es gibt so viel. Geschichte interessiert mich wie gesagt auch überhaupt nicht, aber mich interessiert so ziemlich gar nichts, das ist so ein bisschen das Problem bei mir. Ja, ich würde als Schlimmstes einfach mal Mathe oder Chemie sagen, ja, Mathe oder Chemie, weil Chemie, wow, das war geil, Chemie... Kann ich nicht wirklich. Ebenso wie Mathe. Das sind auch meine zwei schlechtesten Fächer. Und ja, das hängt jetzt aber nicht nur damit zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich, dass darin einfach kein Interesse besteht und ich mich da nicht so motivieren kann für, ja. Und warum gefällt mir das nicht? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also weil ist halt so, ja. Begründung fehlt. Ich bin so schlecht, ne? Ich fail den zweimal. Ich bin so ein Noobie. Wäre ich ganz normal durchgefahren, wäre ich jetzt wahrscheinlich noch vorne, aber so wird das nischt. Naja, egal. Dann habe ich halt wahrscheinlich bald so wenig Punkte wie im CTWW. Auf jeden Fall. So. Fahr rein. Nicht fair ein, sondern fahr rein.
Ja, dann gab es noch ein paar Fragen tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Also er hat hier echt einen ganzen Roman geschrieben, nur mit Fragen, den ich beantworten soll. Also macht euch auf was gefasst. Nee, keine Sorge, so viele sind es nicht mehr. Aber ich find's natürlich schön, wenn viele Fragen gestellt werden, beziehungsweise Themenvorschläge und so weiter. Also, das ist ja immer gut, ne? Kann man immer gebrauchen, weil sonst hättet ihr jetzt einen Part vollkommen ohne Zusammenhang und on-topic und sowieso. Und überhaupt. Die Blue Shell ist jetzt nicht schlecht, ne? Also ich will mich gar nicht beschweren darüber, aber vorkommen tue ich damit auch nicht mehr. Ich hätte ganz gerne ein Item bekommen, aber nein, das ist einfach keins. Oh, das tut mir jetzt leid. Ich wollte dich gar nicht wegrammen. So. Ja, Shroomless kicke ich natürlich hin und dann fällt das Weavile mit dem Drift. Naja. Wenigstens das noch irgendwie geschafft, also dann kann ich die Leistung noch als passabel hinnehmen. Weil ansonsten wäre das natürlich unter Wasser gewesen. Jawohl, der ist irgendwo reingefahren bei mir und... Oh, danke, dass der Bullet nicht so lange gehalten hat. Wenn hier jetzt noch eine Kartfahrerin vor mir gewesen wäre, das wäre ja noch schöner, ne? Also wäre nicht schön, deswegen, aber ja, Sprichwort und so. Ach ja, Sprichwörter sind auch manchmal so sinnlos. Und ich kriege auf dem dritten minus 6, genau. Und weiter geht die große Fragerei. Was esse ich denn so zum Frühstück? Also, oder was, wie sieht mein Frühstück aus? Er hatte noch extra in Klammern dazu geschrieben, also während der Schulzeit und in den Ferien, weil es da wahrscheinlich einen Unterschied gibt und ja, da gibt es glaube ich auch einen, ja doch, durchaus, aber nicht immer. Also ihr müsst wissen, bei mir ist Frühstück hochvariabel, es fällt meist recht unterschiedlich aus, aber was Getränke angeht, ist es immer dasselbe eigentlich, also auf jeden Fall Tee, ja, Kaffee mag ich nicht. Tee ist einfach beste. Am besten Rooibos-Tee oder ja, sonst irgendwas, keine Ahnung. Ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache Tee, ne? Und wenn niemand zu Hause ist und ich mir den machen müsste, dann tut's auch mal ein Glas Leitungswasser. Ja, weil ich dann einfach keine Lust habe, da zu warten oder irgendwas zu tun. Da bin ich dann zu faul. Au! Ja, zum Essen ist es unterschiedlich, wie gesagt. Also meistens ist es Brot mit Marmelade oder Toast mit Marmelade. Oh, danke, schon wieder ein Shock Dodge hatte ich nicht. Gerade schon irgendwo einen in dem Part. Naja. Und sonst. Ja, sonst tut es auch einfach meine Müsli-Packung, die ich mir mit ins Bett nehme. Ja, da bleibe ich dann in den Ferien öfter mal ein bisschen länger liegen und gucke noch ein paar Videos dann unter der warmen Bettdecke. Ja. Außer es ist Sommer, dann habe ich da keine Lust drauf. Und dann tut es auch mal so eine Packung Müsli, die einfach irgendwie bis zur Hälfte danach dann leer ist oder so. Weil, na, das verbringt man doch seine Zeit mit. Wow, war der gerade noch im Bullet? Oder sah das nur so aus? Es sah wahrscheinlich nur so aus. Ja, ansonsten, wenn verfügbar, ist Kuchen natürlich auch immer eine Lösung. Kuchen ist auch eine Lösung. Was, das waren schon... Das waren schon drei Runden. Hätte ich jetzt gesagt, Kuchen wäre eine Lösung und wäre im Chemieunterricht, wäre das jetzt wieder falsch. Hm, da sieht man mal. Plus 60, ja! Und ein Rennen machen wir noch. Oh ne, zum Abschluss nochmal Schlossgarten. Und zum Abschluss auch noch eine letzte Frage. Und zwar, wie war ich? So in meiner Kindheit, also so 3 bis 7 Jahre. Ja, gut, also. Also die Begrenzung hat er geschrieben. Wie war ich da? Wo fängt man da an? Eigentlich gab es da nicht so viel zu sagen. Ich war... also von 3 bis 7, das war ja so die Kindergartenzeit. Und Kindergarten, muss ich sagen, hat mir nie so wirklich gefallen. Ich habe es immer gehasst, in den Kindergarten zu gehen. Beziehungsweise, also, wir sind in der Zeit dann auch mal umgezogen und deswegen war ich in 2 Kindergärten. Einmal in dem einen nur so, doch in dem einen waren es irgendwie eigentlich immer, also die ganze Zeit. Und dann war ich noch genau ein Jahr in dem neuen Kindergarten. Und ja,
Also wie gesagt, da hat es mir nie so wirklich gefallen. Und ja, also ich fand es einfach immer mega langweilig und ich habe mich dann immer hingehockt und irgendwas gemalt. Ja, und das war es dann. Also stinklangweilig und überhaupt nicht so toll. Ansonsten hatte ich mich immer so mit so denselben zwei, drei Leuten getroffen, die cool waren. Und ja. Sonst habe ich da nicht so viel gemacht. Sonst saß ich zu Hause und habe mit meinem Bruder irgendwas gemacht. Playmobil und Lego gespielt oder so. Ja. Das war, denke ich, so die Hauptbeschäftigung tatsächlich. Und vielleicht auch mal eine Runde Moorhuhn, bei der ich zugeschaut habe. Selbst gespielt habe ich nicht so häufig. Ich fand es viel cooler zuzuschauen, ja. Und ansonsten, was die späteren Jahre anging, das wäre eigentlich ein bisschen spannender, so Grundschulzeit, weil das war so die beste Zeit, ne? Die fand ich super. Weil, ja, da ging am meisten ab. Da hatte man am meisten Zeit für alles Mögliche und ja, war cool. Übrigens, ich denke, auf die Grundschulzeit ist es auch zurückzuführen, dass ich jetzt hier Videos mache, denn ja, wir haben tatsächlich, also ich und hauptsächlich mein beigester Freund und noch so ein anderer, ne? Man kann ja eigentlich nur einen besten Freund haben. Naja, egal. Auf jeden Fall, so mit einem Paar habe ich dann immer Videos gedreht. Ja, also, was heißt Videos gedreht? Das waren eher so Clips, so kleine, wo man irgendwie versucht hat zu failen, so Jackass-Style oder so. Und dann später haben wir dann auch richtige Filme gedreht, also so Kurzfilme, die eine Viertelstunde dann gingen oder so. Mit einer Story. Und das hat mega viel Spaß gemacht immer und da haben wir uns wirklich, also mit einem Paar habe ich mich da wirklich täglich getroffen und das war einfach, ja, es war super, es war super. Mit manchen davon treffe ich mich auch immer noch. Und ja, also die Filme, die müsste ich mir tatsächlich wirklich mal wieder anschauen. Also bei mir sind eigentlich kaum welche. Die sind überall so verteilt auf irgendwelchen USB-Sticks noch oder so. Müsste ich mich mal erkundigen. Ja gut, das war's auf jeden Fall für diesen Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.